Nein, Mann! Was geht ab, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge MCG. Ich wollte mal hier mit der Bugger Challenge und auch mit dem Bugger Skin auf Breeze Island 2. Und ich hoffe mal, wir bekommen hier etwas raus, okay? Ich darf die Sachen hier sowieso alle nicht verwenden, außer vielleicht den Dia. Aber auf jeden Fall, ja, wir machen heute die Bugger Challenge und bei der darf ich eben nur mit Echsen kämpfen. Ich darf nur Lederrüstung anziehen und ich darf nur rohes Essen essen. Aber da ich die Challenge schon bei vielen anderen YouTubern gesehen habe und die das wirklich alle irgendwie total unterschiedlich gemacht haben, werde ich es so machen, dass ich neben dem rohen Essen, also hier zum Beispiel Raw Pork Chop, Raw Fish, Raw Chicken, einfach noch Kekse zu essen. Und ja, ich hoffe, das passt auf jeden Fall dann so. Weil, ja, die findet man auch relativ häufig in Chests, immer so, also zwei Kekse oder so. Und ja, die würde ich auf jeden Fall dann noch gern benutzen. Und so, der stirbt, wir brauchen nämlich seine Lederrüstung. Weil ich glaube, so eine ganz feste Regel gibt es anscheinend dann nicht. Weil Huawei zum Beispiel, der hat das, glaube ich, sogar manchmal mit Eisenrüstung oder so gemacht. Deswegen, ja, etwas komisch irgendwie. Und ja, da haben wir schon unsere Kekse. Zu dem Shiften ist jetzt egal, also wegen der Rüstung so shiften. Und wir haben, ja, eigentlich gut Essen jetzt. Da vorne läuft doch direkt jemand. Ich habe nur Angst vor Teams und Hackern. Ich hätte jetzt locker schon, ungelogen, ich schätze mal so 50 Aufnahmeversuche. Das ist jetzt Real Talk. Weil einfach, es sind Teams da, zum Beispiel im Pre-Intro. Ich werde euch da irgendeinen Tod oder so reinschneiden. Das hat einfach so abgefuckt. Ich bin immer so kurz vor einem geilen Kill. Und auf einmal dann kriegt er noch so einen letzten Hit oder jemand stoppt ab oder es ist ein Hacker oder es ist ein Team, was auch immer. Und das ist einfach so nervig, Leute. Ich denke mal, ihr kennt das oder so. Und, okay. Der Typ hier sollte sterben. Ja, wir brauchen unbedingt seine Pfeile. So, dann hätten wir. Ich habe gerade auch irgendwie drauf geschissen, dass ich da durchgehend Volldamage bekommen habe. Aber gut. Ich denke, so eine gute Idee wäre auf jeden Fall, wenn wir uns Pfeile machen. Weil mit Pfeilen können wir übel viel ausrichten. Das ist, fällt mir gerade sogar erst ein. Das hätte mir eigentlich vor ein paar Spielen schon einfallen sollen. Ja, und eine Steinaxt bräuchten wir natürlich auch auf jeden Fall. Dann muss ich noch eine Workbench finden. Da unten ist jemand drin. Ich werde mal gucken, ob ich da noch hinkomme. So. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu dem. So, die Tiere oder so, die kann man auch nicht töten. Die, ich kann es noch mal kurz zeigen. Die kann man nicht töten. MCG hat da irgendwie das gehört, dass wenn man die angreift, dass sie was sagen, auch im Chat oder so. Und, ja, auch bei Kisten oder so. Und die kann man einfach nicht töten. Ihr seht's ja. Die wollen nicht sterben. Sonst hätte ich irgendwie durchgehend Essen. Okay. Leute, okay, ich dachte gerade, da wäre ein Spieler. So, ist auch nichts mehr drin. Wo ist denn jetzt ein Typ, der ist da vorne? Die Frage ist, soll ich jetzt auf den drauf gehen? Wie heißt denn der? Potion Kitty. Ich glaube, ich warte mal. Weil ich habe keinen Bock, da unten zu kämpfen. Oh, kommt sie hoch? Ich verstecke mich mal hier hinter. So. Okay, ja, die kommt hoch. Und ich hoffe, dass von dort aus einfach keiner kommt. So, okay. Da schon mal ein Überraschungsangriff. Komm, ja, down und. Was? Immer noch nicht, aber jetzt. Was? Als Opa, Alter. Mein Bow, er war einfach so schlecht. Übrigens, falls ihr irgendwie mal Bock auf One in the Chamber oder so habt, irgendwie, kann ich nächste Woche oder so. Könnt ihr es mir gerne mal reinschreiben, weil das habe ich früher ziemlich oft gespielt und das wurde auch da schon krass gefeiert und deswegen war ich am Überlegen, ob ich das vielleicht doch nochmal irgendwann bringen soll für so für zwischendurch, weil dadurch trainiere ich natürlich auch so meinen Bow-Aim und da ist jetzt ein Team leider. Und der eine hat halt guten Stuff, der im Wasser. Der hat ein Uchiha-Cape. Einen haben wir down. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ich nehme mal kurz hier die Steinaxt. So. Okay. Die hätten wir bekommen. Das war, glaube ich, ganz gut gespielt von uns. Und Eisenhose würde ich gerne mitnehmen. So, damit kein anderer die bekommt. Packen wir uns einfach mal hier hin. Und ich weiß nicht, wie das mit dem Gapple ist. Weil der Gapple ist ja eigentlich schon so ein besonderes Item. Und ich glaube, ich weiß nicht, gar nicht, wer das war. War das B-Boy? Irgendeiner hat auf jeden Fall den auch verwendet, so, für den Kampf. Aber falls ein Team ist oder so, dann werde ich den auf jeden Fall essen. Ich hätte den jetzt schon eigentlich essen können, aber ich dachte mir einfach so, okay, probier es jetzt einfach so. Und ja, ich heb mir den aber auf jeden Fall mal auf, so. Okay. Gucken wir mal. Hier ist sonst eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal. Da ist ein Zweier-Team zum Beispiel.
Oder? Ja, zwei Team. Okay, hätten drei Team sein können, aber es sind zwei Team. Da ist auch noch jemand hinten. Ist der wieder... Hä? Bin ich dumm? Wo ist denn der? Ist der drin? Ah, der ist da unten drin, glaube ich, wieder. Okay, wir gehen mal da hinten einfach hin. Mal gucken, ist einer von denen gestorben? Hä, ist da noch eine Person? Hat er das Team gekillt oder was? Oder ist das der eine Überlebende vom Team? Kann natürlich auch sein. Aber wir gehen einfach mal dahin. Dann werden wir schon gucken, ob der gut ist oder nicht. Und ich hoffe, wir töten den. Weil bis jetzt ist eigentlich wirklich einer der besten Aufnahmeversuche. Und ja, also bis jetzt läuft es auf jeden Fall ziemlich gut. Ah, er hat ein Eisenschwert. Ist nicht so geil. Oh Gott. Okay. Ja, das ist jetzt zum Beispiel übel kacke. Habt ihr gesehen, ich hätte den jetzt eigentlich sogar fast killen können, wäre ich halt in den Nahkampf gegangen. Aber dann kam eben der andere von hinten. Deswegen, da muss ich echt aufpassen. Ich würde sagen, wir machen uns Pfeile. Habe ich... Ja, ich habe 35 Federn. Okay, gut. Machen uns Pfeile am Spawn. Weil ich glaube, Bogen wirklich, das wird unser Item, das uns am meisten helfen wird. Und das werden wir auf jeden Fall auch mal so ausprobieren. Falls euch die Challenge bis jetzt so gefällt und ihr weitere Challenges sehen wollt, könnt ihr mal ein Like da lassen und auch weitere in die Kommentare schreiben. Da ist jetzt zum Beispiel ein Team. Oh Gott, Mann. Wieso gibt es denn so viele Teams? Ich habe gehofft, das eine wäre das einzige Team, ne? Aber nee, es müssen natürlich noch weitere Teams sein. Und jetzt kann ich auch leider nicht so schnell craften. Habe ich überhaupt Sticks? Ja, ich hätte sogar Sticks, um Falle zu machen. Ja, ihr werdet mich jetzt halt durchgehend verfolgen, einfach weil ich so ein Snack bin. Und, mal gucken, ob ich craften kann. Ob ich craften kann, Mann. So, am Spawn ist keiner. Ne, ist ein Instant hinter mir. Es laggt zu hart, ne? Ich hab so Frame-Lags, was ist da los? Was war das gerade? Ich hatte gerade ernsthaft... Lol, es laggt! Es laggt! Hä, wie soll ich denn so spielen? Oh Gott. Ich kann jetzt F3A? Ne. Es laggt un... Es laggt wirklich krass. Jetzt geht's wieder. Oder bitte, bitte, bitte geh wieder. Okay, es funktioniert, denke ich mal, wieder. Wir haben jetzt Pfeile craften können. Ich habe jetzt kein Essen mehr. Und ja, ich glaube, ich werde den Gapel auf jeden Fall benutzen dann. Wenn es wirklich drauf ankommt, dass gegen das Team verkacke. Oh, da ist noch ein Typ. Bitte hilf mir. Oh mein Gott, bist du dumm, Mann. Ich muss jetzt den Gapel essen. Bis der checkt, dass ein Team hinter ihm ist, ist er tot. Ihr geht weiter auf mich. Oder was? Nee, du kannst jetzt meinetwegen verrecken. Ich only one den. Wir haben ihn gekillt. Wir haben ihn gekillt. Wir haben ihn gekillt. Da waren Kekse. Okay. Da war noch ein Dia. Wie viel Dias habe ich? Ich habe zwei. Wie viel Eisen habe ich? Ich habe vier. Ich mache mir eine Eisenaxt. Ich mache mir eine Eisenaxt. Ja. Habe ich noch... Hatte der Flint. Wenn der Flint hatte, dann bin ich echt gut dran. Dann bin ich krass gut dran. Ja. Okay, warte. Eisenschwert nehmen wir noch mit. Und Flint. So. Warte, wo ist das Eisenschwert? Da vorne ist es. Gib mir das Eisenschwert. Gib mir das Eisenschwert. Hallo, hallo, hallo. Dankeschön. Oh Gott, ne. Das wird ein Rest in Peace Game. Schon wieder so nervig, ne? Ich versuche mal irgendwie zurückzuhalten. Ich muss raggen bis zum Deathmatch. So. Ich könnte halt noch Pfeile craften, und zwar eine Menge. Ich werde so Bow-Spam im Deathmatch, ne? Ihr glaubt mir das gar nicht. Und ich werde die Runde, denke ich, jetzt auch nehmen, wenn ich sterbe, weil... Ja, ganz ehrlich. Was soll ich tun, ne? Okay, den hätten wir. Das ist ein 101. Fuck, man, bin ich angespannt. Ah, nee, schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Shit. Oh Gott, oh Gott. Ich habe Lags, ich habe Lags. Ich habe so Frame-Lags. Was ist da los? Ja, okay, ich habe verloren. Mit den Lags kann ich nicht spielen. Ich habe so diese typischen 3-Sekunden-Lags, wer die kennt. Oh Gott.
Ah! Ah, what the fuck? Ja, ich bin tot. Ja, Leute, da kann ich nichts machen. Da kann ich eigentlich nur die Schuld auf Minecraft schieben. Ich habe ihm eigentlich noch gegeben, selbst als geleckt hat, ich hätte ihn locker noch bekommen. Okay. Schade. Hätte ich gern geschafft, die Challenge, aber ich werde jetzt trotzdem nehmen, weil ich bin echt down und für mich zählt jetzt eigentlich schon als geschafft. Ich meine, was soll ich machen? Es laggt so des Todes, ihr merkt, dass er in der Aufnahme durchgehend so ein Standlag. Ich kann mal F3S drücken. Okay, jetzt passiert nichts. Ja, und jetzt geht's auf einmal wieder, wie, oder? Ja, jetzt geht's wieder, gut. Ja, ich hoffe mal, die Folge hat euch irgendwie gefallen. Es tut mir leid, falls das hier jetzt eben nicht geklappt hat. Aber ja, ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Peace.